Ereignisse im Menschen. Aber warum haben wir dann im Westen, warum finden wir das toll mit der Schöpfung aus dem Nichts und haben ein riesen auch emotionales Problem damit, uns ein Universum vorzustellen, was sozusagen immer expandiert, sich zusammenzieht? Weil wir einmalig sein wollen, weil wir getrennt sein wollen, weil wir anders sein wollen. Was für Schwierigkeiten hatten unsere Vorfahren und noch einige unserer Zeitgenossen mit Darwin gehabt? Mhm. Schlicht und einfach, weil wir den Tieren, den Primaten nahe sind. Aber Herr Landauer ist verschieden sehen. Aber Herr Landauer ist ein großer Fan von Paralleluniversen. Das ist ja nun das Gegenteil von ja, Einmaligkeit. Es könnte ja durchaus sein, dass das ein Universum oder außerhalb unseres Universums etwas existiert. Also das heißt, wie Herr Nicolai hat es erwähnt, ja, das Modell dieses Multiversums und den Blasen, die Universen, die dauernd entstehen, vergehen, die vielleicht andere Naturgesetze haben, die auch vielleicht gar kein Leben beinhalten. Unser Universum in einer gewissen Weise ist zumindest für uns sehr gut, weil wir drin leben können und weil es Naturgesetze gibt, die uns dieses Leben ermöglichen. Genau. In Ihrem Buch kommt ja das Wort Gott, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Moment gar nicht vor. Also Sie, ich will nicht sagen, Sie weichen dem aus, aber Sie nennen es einfach nicht. Es kommt in einem Zitat vor. In einem Zitat, indirekt. Also können Sie mit dem Begriff was anfangen? Kommt das in Ihrer Vorstellungswelt vor überhaupt? Als Begriff würde ich nicht unbedingt sagen, aber es gibt natürlich Phänomene, auf denen man diesen Begriff durchaus anwenden könnte. Wir können ja nicht alles beschreiben in der Physik. Es gibt immer noch Dinge, die man vielleicht mystisch, als mystisch betrachten könnte. Und wo man also ich finde es gut, dass Sie nicht von Gott reden, denn das, was die Religionen damit meinen, und das ist ja nur zunächst mal ein deutsches oder ein germanisches Wort, was einen schwierigen etymologischen Hintergrund hat und sowas. Aber was Religion damit meint, ist ja gerade das, was Wissenschaft nicht beschreiben kann, nämlich quantifizierbare Phänomene und die in einer Theorie zu ordnen oder durch eine Theorie überhaupt zu finden. Mit Gott ist gemeint, was hier mythisch in dem Beitrag ja auch kam, die Urkraft oder die Urenergie oder das Urphänomen, was immer dann eben ist. Also das Ursprüngliche, was nicht quantifizierbaren Betrachtungen unterzogen werden kann, weil es selbst der Grund von aller Quantifizierung und allem Denken ist. Also man kann das zum Beispiel an der Sprache deutlich machen. Wenn wir vom Anfang reden, was war der Anfang des Universums, dann haben zum Beispiel die hebräische Sprache und die griechische Sprache diese Doppeldeutigkeit. Mhm. In der hebräischen Bibel heißt es am Anfang Bereshit. Also das heißt zwar auch zeitlich am Anfang, aber auch jenseits jeder zeitlichen Möglichkeit, also wo die Zeit herkommt, oder im Griechischen ente archae, da ist die Archä einerseits der zeitliche Ursprung, einerseits das, was überhaupt jeden zeitlichen Ursprung möglich macht. Also das, was jenseits grundsätzlich logisch von Raum und Zeit ist. Und Religionen versuchen also das Ganze in dieser Weise zu denken oder mit einem Bild auszudrücken. Und das ist grundsätzlich nicht quantifizierbar. Ja, wir sind leider schon am Ende. Aber es war immer schon da, ne? Das nehme ich mit. In der Physik. Okay, ja. In der Physik. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für die Einsichten, die ich übrigens auch bei der Lektüre Ihres Buches hatte. Soweit für heute mit unseren Einsichten in den Urknall und die Zeit davor. Wenn Sie Gott in dieser Sendung nicht gesehen haben, dann seien Sie nicht enttäuscht. Es war auch nicht zu erwarten und wir haben eben gerade noch mal gehört, es ist auch gut so. Und wenn Sie nicht alles verstanden haben, dann sind Sie in allerbester Gesellschaft. Das geht nämlich den besten Physikern derzeit auch so. Auch das haben wir gelernt. Sollten Sie dennoch einiges nachlesen wollen, unter anderem eben in dem hervorragenden Buch von Martin Bojowald, Zurück vor dem Urknall, dann finden Sie diese und andere Literaturhinweise auf unserer Internetseite. In diesem Sinn, lassen Sie es knallen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Unsere nächste Sendung, die gibt es dann erst in 2 Wochen, am 28. Mai. Dann geht es um 21 Uhr um das Neueste aus der Altersforschung. Donnerstag in 2 Wochen, 21 Uhr. Bis dahin und tschüss.